Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4 A Thief's End. Ja, das erste PlayStation 4 Abenteuer mit Nate und ja, wir gucken mal in unserem Büro uns ein bisschen um hier. Hier haben wir einige Sachen aus früheren Abenteuern höchstwahrscheinlich. Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot mitten im Dschungel. Ach, wie schön. Wer hätte das gedacht? Ja, Teil 1. Ach, schön, diese ganzen Erinnerungen. Oh, ist das das Tagebuch von Francis Drake? Sir Francis Drake, hier, da sind die ganzen Unterlagen. Geil. Schön. Das alte Tagebuch. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Oh. Sieh uns nur an. Found this on my old camera. Okay. Halt, da konnte ich sogar lesen drücken. Achso, das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. I. Also Eleanor. Da ist nichts. Nö. Ach ja. Schöne alte Erinnerung an einen. Ja, weiß nicht, will er mit seinem alten. Da, Marco Polo. Will er mit seinem alten Leben irgendwie komplett abschließen? Also jetzt spielen wir auf jeden Fall hinterher. Ne? Das ist ja schon sehr deutlich jetzt zu erkennen. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau, wo er den jetzt gefunden hat. Aha. Was ist das denn? Shambhala. Ach. Das war auch cool. Hilf mir, Kumpel. Ja, der war cool. Das war echt cool mit ihm. Nate und Tenzin hieß er. Jetzt weiß ich es wieder. Ach, wie schön. Ja. Aber sehr cool, echt. Gefällt mir, dass man jetzt praktisch hier nochmal so rückblickend alle Abenteuer nochmal nachgucken kann. Was ist das? Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Ach, das ist dieses Kristallzeug. Was ist das, ein zweiten? Ich glaube. Geil. Was man anzünden konnte, was dann dieses Harzzeug war, das doch, das hat das so gebrannt dann. Was steht da? CM? Moment. Chloe? Oder wer ist CM? Ah, das ist das sein Bruder. Nee, sein Bruder hieß ja Sam. Aber wo, obwohl. Ja, danke für nichts, Dismas. Das hat er Tatsache noch. Das muss ja dann, das hatte doch zuletzt Dings. Wie hieß er jetzt schon wieder? Rafe. Der hat das doch zuletzt gehabt. Aber CM, er hieß doch. Sein Bruder hieß doch Sam. M würde ja wieder passen, weil sein richtiger Nachname beginnt ja anscheinend mit M. Das hatten wir irgendwie festgestellt, ne? Auf der Akte stand das irgendwie drauf. Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Teil 3. Den hatten wir gerade erst. Sehr cool. Sehr, sehr cool alles hier. Die Klappe hier unten können wir nicht öffnen. Schade. Ich hoffe, ich habe hier nichts verpasst. Das macht gerade richtig Spaß, hier drin rumzustöbern. So. In der Mitte haben wir noch ein Regal. Das habe ich mir, glaube ich, noch nicht genauer angeguckt. Bis auf dieses eine Teil gerade eben. Da ist nichts. Da ist noch was. Das war eine verrückte Nummer. Ich will gerade überlegen. Hi Nate, wie geht's? Ich habe einen üblichen Unfug getrieben, nichts Gutes. Aber genug, um die Heimat am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jeweils ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Sri Lanka. Aha. Iron of the Pillars. Also die hockt anscheinend in Sri Lanka. Chloe. Was ist das? Nicht mehr wirklich mein Stil. Boah, das weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr genau. Also alles weiß ich gerade echt nicht mehr. Letztes Jahr 3 Spiele durchgezogen, ne? Und ich habe nicht an alle mehr hundertprozentige Erinnerungen. Ja. Oh. Kommen Sie. Oh Gott.
Oh nee. Ich glaub's es nicht. Okay. Er hat schon irgendwie. Schwarze. Er will schon irgendwie gerne. Nimm das. Sein altes Leben wieder haben, ne? Und das. Noch mehr abzuschießen? Habe ich jetzt noch ein Ziel verpasst? Nee, ne? Da oben ist noch eins. Den ihr noch nicht gehabt. Friss Plastik. Ja, bin gleich da. Ach, Elena, kommst du runter zum Essen? Heißt das, sie sind zusammen? Aber das würde mich ja irgendwie freuen, dass es jetzt endlich mal geklappt hat und dass sie sich nicht wieder getrennt haben, wie in allen anderen Teilen. Ja komm, steck sie zurück. So, Schluss mit den Spielchen. Es ist irgendwie witzig, dass er jetzt hier so eine kleine Spielzeugpistole hat, um ab und zu nochmal abzugehen. Ah, schön. Ach so, das ist sein Spielzimmer hier oben, ein kleiner Dachboden. Das ist echt cool. Das ist ja sehr geil. Dann haben sie also ein Haus. Oder eine Wohnung. Nepal. Ja, ihn hat halt das normale Leben eingeholt. Der Alltag, ne? Das finde ich irgendwie mal total interessant, dass man das jetzt auch mal sieht, dass er halt ein normaler Mensch geworden ist. Aber wir werden ja sehen, seine Vergangenheit wird ihn wahrscheinlich einholen. Gehe ich mal stark von aus. Ja, alles halt ganz normal. Und das finde ich cool, das hat er sich auch mal verdient. Aber er scheint nicht hundertprozentig glücklich zu sein. Und deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass er ihm zusagen wird, seinem Kumpel da. Was haben wir da? Oh, Hochzeitsalbum. Wow. Das ist schön. Das ist richtig cool. Na, das gefällt mir. Aber einen kleinen Nate gibt's wohl noch nicht, gehe ich mal von aus, ne? Oder? Nicht, dass vielleicht Kindergeschrei hören. Möglich ist ja alles, ne? Weiß ja nicht, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist seit dem letzten Abenteuer. Seitdem er praktisch normal arbeitet. Ja, ja gut. Er hat immer noch so ein bisschen mit Schatz suchen und so, ne? Entdecken. Deswegen macht er, glaube ich, dieses Tauchen auch. Dieses Bergen. Wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. Tja. Da liegt auch noch was. Oh, daran arbeitest du gerade? Bangkok. Ach ja, sie schreibt jetzt, ja, Journalistin, richtig. Der ultimative Reiseführer für Bangkok. Farbige Karten, Stadtgeschichte, Rundgänge, Bus- und Zugfahrpläne, Tagesausflüge und längere Abenteuer, Hotels, Hotels, Bars, Nachtleben. Egal, ob Sie schon einmal in Bangkok waren oder ob es Ihre erste Reise in die thailändische Hauptstadt ist. Dieses Buch wird Ihnen bei der Reiseplanung helfen, von den üblichen Touristenzielen bis hin zu Abenteuern abseits des Tourismusrummels. Besuchen Sie den großen Palast und den Lak Muang oder Muang-Schrein auf der historischen Ratanakosin-Insel. Entdecken und probieren Sie die Waren des Chatuchak-Markts, finden Sie heraus, wo man am besten etwas trinkt, ein Tuk-Tuk herbeiwinkt und anschließend übernachtet. Ein Tuk-Tuk, das sind diese Autos mit diesen drei Reifen. Die sind total cool. Und das weiß ich durch das Spiel, jetzt kommt Burnout 3. Da musste man nämlich die Tuk-Tuks immer platt fahren. Ja. Vollgepackt mit Ortskenntnissen können Sie mit diesen Reiseführern das Beste aus Ihrer Reise machen. Mhm. Joa. Dann würde ich sagen. Oh, ist noch ein Raum. Noch ein Bad. Ein kleines Gästebadezimmer. Oder haben sie. Ne, die haben noch nicht wirklich zwei. Nee, das. Ja, für ein Gästebadezimmer ist das schon ein bisschen groß, ne? Also, es sind schon zwei richtige Badezimmer eigentlich fast, ne? Mit Dusche und Badewanne und so. Oh, na gut. Okay,
Schauen wir mal runter. Ich glaube nicht, dass ich hier im Haus Schätze finden kann. So. Da ist die Küche. Da sitzt sie ja. Und hier ist nochmal ein Bad. Das ist halt eher nur so ein kleines Klo für unten wahrscheinlich, ja. Du warst lange da oben. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Ah, man, hier alles. Simply Dumping. Bitte. Erst ein Bierchen nehmen. Ich hätte auch eine Cola nehmen können, habe ich gerade gesehen. Aber habe ich immer noch zu spät geschaltet. Ich habe einfach mal X gedrückt. Was ist das? Ach, das ist das Essen. Ja, essen wir da, ne? Auf dem Sofa. Würde ich sagen. Und. Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand ein Rad geladen. Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Bewohner von Bangkok hätte ich jetzt gesagt, oder? Bewohner von Bangkok und der Smog und wie sie deswegen nirgendwo hinfliegen können und nicht atmen können? Ja, schon. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat mich mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen sind, du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns... darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord.
Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Klar. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Na, was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Eine PlayStation 1, geil. Sieh zu und oh. Oh, ich lerne schon viel. Geil! Wenn sie jetzt Crash spielen, drehe ich durch. Nein, es muss laden. Laden? Ja. Ey, wie geil wäre das denn? Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet da! Man, dass es... Okay, geil! Ich glaub's nicht! Gibt's ein Problem? Nein, nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Nein. Zur nein, Kamera. Ich muss Crash spielen. Und die Kreistaste ist dein Dreher. Ah, ist das geil. Ich spiel Crash in Uncharted 4. Mit X springst du. Okay, richtig. Beim rechten Daumen. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Lauf einfach davor weg. Ah, ist das geil. Tja, Elena, das Problem ist, ich kenne das Spiel. Gut, gut. Geht doch. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Bottledachs. Sieht nach Fuchs aus. Wie ein Fuchs in Schuss. Zerstör die Kissen. Warum zerstört ein Fuchs Kissen? Bottledachs. Er macht das nicht. Fuchs. Das ist nicht sehr realistisch. Perfekt. Übrigens, Füchse können das nicht. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal angesehen? Nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Okay, nimm die Frucht. Was macht die Frucht? Bei 100 bekommst du ein extra Bär. 100? Wer hat Zeit, 100 Früchte aufzusammeln? Ich bin gerade total geflasht. Ich will das jetzt schaffen. Okay, das ist neu. Oh, ich hab's nicht geschafft. Aber ich war gut. Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe, etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet.
Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Das wäre ich fast. Mensch, Sammy. Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nate. Ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey. Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft.